Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fesselnde Medien, wie Online-Plattformen unsere Gesellschaft verändern. Unser heutiges Thema ist Kommunikation und freie Meinungsäußerung im digitalen Raum. In dieser Folge sprechen wir mit dem Kommunikationswissenschaftler Professor Christoph Neuberger und wir freuen uns, diese Folge präsentieren zu können, da es uns viel Spaß gemacht hat, dies aufzunehmen und wir das Thema sehr spannend finden. Als erste Frage würde ich gerne wissen, was das Interesse an diesem Thema geweckt hat. Und könntest du vielleicht ein bisschen über deinen Forschungsbereich sagen? Warum ist dieses Thema jetzt so relevant? Gut, mein Name ist Christoph Neuberger. Ich bin Professor an der Freien Universität Berlin im Fach Publizistik und Kommunikationswissenschaft und bin außerdem im Direktorium des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft auch in Berlin. Das ist eine Forschungseinrichtung, die finanziert wird, vor allem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dahinter stand eine Ausschreibung, wo sich auch ein Konsortium aus Berlin und Brandenburg beworben hat. Und wir haben dort die Möglichkeit, sehr breit, wir haben ungefähr 180 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, uns mit der Digitalisierung der Gesellschaft zu beschäftigen. Sehr breit, sehr interdisziplinär. Wir haben im Moment 21 Forschungsgruppen, die Disziplinen reichen von der Informatik, Wirtschaftsinformatik über die verschiedenen Sozialwissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft, Rechtswissenschaft ist wichtig, Designforschung, auch die Universität der Künste ist beteiligt. Das sind alle Berliner Universitäten beteiligt, auch die Universität Potsdam und zwei außeruniversitäre Einrichtungen, wo wir jedenfalls sehr, sehr breit forschen können in diesem Institut. Meine Rolle dort, ich bin, wie gesagt, als Kommunikationswissenschaftler am Institut mit Kolleginnen und Kollegen auch von der Freien Universität Berlin. Wir beschäftigen uns dort vor allem mit dem digitalen Wandel von Öffentlichkeit. Also in vielen Aspekten. Und man findet dort immer wieder dann auch die Bezüge zu Werten der liberalen Demokratie, wo man sich dann die Frage stellt, inwieweit bietet das Internet ein Umfeld, um diese Werte zu verwirklichen, wobei wir in den letzten Jahren vor allem auf die Defizite gesehen haben, also auf die Schattenseiten der Digitalisierung. Auch aktuell im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sieht man das ja wieder ganz stark mit Desinformation, mit Versuchen, die öffentliche Meinungsbildung zu manipulieren, das Kriegsgeschehen einseitig darzustellen. Das sind aktuelle Beispiele, aber es gibt auch viele andere Beispiele aus den letzten Jahren, die breit diskutiert worden sind, die zum Teil zu Recht, glaube ich, große Besorgnis ausgelöst haben, zum Teil übertriebene Sorgen, weil ich glaube, das Internet ist ein sehr vielfältiges und sehr gestaltbares Medium. Und es kommt nur darauf an, quasi den richtigen Weg dafür zu finden, um diese Werte der liberalen Demokratie dann zu sichern. Also, und da, das finde ich, also neben dieser, wenn man so will, Gefahrenabwehr, also dafür zu sorgen, dass man diese Probleme bewältigt, sollte man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren, quasi den positiven Blick darauf, was man gestaltend verbessern kann. Und das ist in Deutschland, das ist die Situation, die ich jetzt am besten kenne, glaube ich, auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Neben Gesetzen, die es auch hier gibt in Deutschland, mit Bezug auf Plattformen insbesondere, aber auch sich zu überlegen, wie kann man Plattformen besser gestalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist da ganz wichtig. Das nochmal so zum Auftakt. Vielen Dank. Ja, dazu dann gleich passend eigentlich die erste Frage. Wie bewerten Sie denn die Rolle der sozialen Medien für die freie Kommunikation? Und können Sie vielleicht sagen, welche Chancen und beziehungsweise welche Probleme Sie sehen? Ja, die sozialen Medien sind, wie das Internet insgesamt natürlich, mit großen Erwartungen begrüßt worden in den 1990er Jahren. Ich beschäftige mich schon seit fast einem Vierteljahrhundert in der Wissenschaft mit dem Internet. Also Mitte der 1990er Jahre hatte man sehr große Hoffnungen, dass es zu einer stärkeren Demokratisierung kommen würde. Wobei es damals noch keine sozialen Medien gab. Die gab es erst nach der Jahrtausendwende. Es gab damals das Usenet oder persönliche Homepages, also nur sehr primitive Formen der Beteiligung. Das Web 2.0, die sozialen Medien, User-Generated Content, kam eigentlich erst nach der Jahrtausendwende. Und da wurde es dann plötzlich sehr einfach, sich selbst über Facebook, über Twitter, über YouTube und so weiter selbst an dieser Öffentlichkeit zu beteiligen. Also zunächst mal rein technisch gesehen ist das natürlich zunächst mal ein großer Zugewinn vor dem Hintergrund, dass sich an demokratischen Prozessen alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können sollen. So. Allerdings wissen wir mittlerweile auch, dass diese erweiterte Partizipation nicht nur jetzt zu Vorteilen führt, sondern eben auch zu Nachteilen.
Und insofern hat es eine große Ambivalenz so. Deshalb kann man nicht Ja oder Nein sagen, sondern es kommt, glaube ich, immer sehr darauf an, wie es gestaltet ist. Das betrifft die Freiheit, über die wir heute ausführlicher sprechen wollen. Es betrifft aber auch zum Beispiel den Gesichtspunkt der Gleichheit, also die Diskussion über die digitale Spaltung. Also wer nutzt das Internet wie für einen Business-Zuwachs, also dass man besser informiert ist als Bürgerin, als Bürger beispielsweise. Aber auch die Frage der Beteiligung, wer beteiligt sich jetzt eigentlich an den öffentlichen Diskussionen? Auch da wissen wir aus der Forschung zur digitalen Spaltung, dass das sehr, sehr ungleich ist, also dass die besser gebildeten, die politisch Engagierten, politisch Interessierten, auch diejenigen, die versiert sind im Umgang mit dem Internet, sehr viel leichter haben und deshalb sich auch häufiger zu Wort melden als andere Gruppen, die sowieso schon benachteiligt sind, sodass man die Sorge haben muss, dass die digitale Spaltung zunimmt. Aber auch andere Werte, zum Beispiel die Verteilung von Meinungsmacht, was ja auch immer ein großes Problem ist, eine große Frage gewesen, schon bei den alten Medien, weil es eben nur wenige Fernsehkanäle gibt, nur wenige Zeitungen gibt, war auch immer die Frage, wer ist eigentlich Besitzer, wer kontrolliert die eigentlich? Da hatte man auch im Internet die Erwartung, dass es ganz unproblematisch wird, wenn jeder publizieren kann, dann verteilt sich die Meinungsmacht ganz breit, dann hat jeder irgendwie ein bisschen Einfluss. Stimmt natürlich nicht, weil natürlich die Plattformen zunächst mal, aber auch auf den Plattformen wieder ganz wenige Akteure den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Donald Trump ist vielleicht das beste Beispiel mit seinen, ich glaube, zuletzt ungefähr 100 Millionen Followern auf Twitter. Der hatte natürlich einen enormen Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse. Und wobei diese Meinungsmacht sich ja nicht mehr nur aus Reichweite ergibt, also wer folgt mir, wer sieht mich, wer nimmt mich wahr, sondern auch aus diesen Techniken der strategischen Kommunikation, also schlicht Propaganda, mit denen man auch Einfluss nehmen kann. Also insofern ist auch die Meinungsmacht, die häufig sehr intransparent ist, außerdem noch, man kann das gar nicht so richtig erkennen, nochmal ein großes Problem. Also so könnte man sagen, das hat eine große Ambivalenz. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, das erstens zu sehen, zu erforschen, zu untersuchen, zu zeigen, wie weit es im Hinblick auf Freiheit, Gleichheit, Vielfalt, Verteilung von Meinungsmacht, Integration ist auch ein wichtiger Punkt, also dass die Gesellschaft nicht zerfällt über das Internet, das gründlich zu erforschen und sich dann zu überlegen, was kann man gegen diese Probleme tun? Wie kann man die digitale Öffentlichkeit besser gestalten? Und da kann man jetzt immer Beispiele finden, sowohl dafür, wie es schlecht läuft, aber ich glaube, es gibt auch häufig Beispiele dafür, wo man zeigen kann, wie man Dinge besser machen kann. Ja, gerade vielleicht auch dazu, zu den Gefahren, wird immer wieder von Bots und diesen, allerdings auch AI-Bots, die kommen werden anscheinend, dass also AI, künstliche Intelligenzen, die dann quasi die, wie sich im Internet wie echte User verhalten. Gleichzeitig gibt es auch riesige Trollfarmen, ich glaube in Bulgarien und Russland, soweit ich weiß. Das ist natürlich einerseits, weiß man gar nicht mehr, wem man trauen kann im Internet. Also sollte man der Meinung im Internet trauen, wenn jemand was postet, weiß man, ob es eine echte Person ist oder nur ein Troll. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr leicht, die politischen Gegner oder die andere Seite als Troll und als beeinflusst abzustempeln. Ja. Also das ist ein Beispiel dafür, diese Social Bots, also mit denen man dann vielfach also gleichlautende Tweets oder nur leicht variierte Tweets verbreiten kann. Und das ist auch eine Form der Einschränkung von Meinungsfreiheit. Klassisch versteht man ja unter Einschränkung von Meinungsfreiheit, dass man jemanden verbietet zu reden oder irgendwas Gedrucktes zu verbreiten. Also man setzt, wenn man so will, auf der Kommunikatorseite an. Also das war Zensur, bestand immer darin, vor allem staatliche Zensur, jemanden zu unterbinden, das freie Wort zu unterbinden. Im Internet ändert sich das. Da gibt es auch die klassischen Formen von staatlicher Zensur. Die finden wir in China beispielsweise, auch jetzt, was in Russland passiert, also dass man das Internet abschaltet oder halt ganz strikt dann Plattformen kontrolliert, nationale Plattformen kontrolliert. Aber es gibt auch neue Formen der Unterdrückung von Meinungsfreiheit, die, wenn man so will, auf der Rezeptionsseite ansetzen. Also die Dinge unsichtbar machen, indem man sie einfach überflutet mit anderslautenden Mitteilungen. Social Bots sind dafür ein Beispiel. Also dass sich die abweichenden Meinungen gar nicht mehr zu sehen bekommen und die quasi unauffindbar mache, so unter all diesen anderen anderslautenden Nachrichten. Und damit vor allem auch das zum einen, also dass man es gar nicht mehr finden kann und zum anderen aber auch darüber ein Meinungsklima schafft, so den Eindruck erweckt, die Mehrheit ist eine andere, also dass man selbst in der Minderheit ist, was dann aber auch dazu führen kann, dass man sich selbst gar nicht mehr zu Wort meldet. Es gibt diese Theorie der Schweigespirale, die besagt, dass man dann eher sich nicht mehr zu Wort meldet, wenn man die Sorge hat, dass man sich isoliert mit seiner Meinung.
Das ist so eine alte Theorie der Medienwirkungsforschung von Elisabeth Neumann entwickelt. Die hat das damals noch auf das Fernsehen bezogen, dass sie gesagt hat, also man hat verwendet quasi die Massenmedien, das Fernsehen dafür, um zu wissen, was ist eigentlich die Mehrheitsmeinung. Und wenn man sich selbst in der Minderheit fühlt, dann schweigt man einfach und sagt es nicht mehr, weil man Sorge hat, dass man Widerspruch erntet im Gespräch, in der interpersonalen Kommunikation. Man kann sagen, das war noch die harmlose Variante. Im Internet kommt dazu, dass es eben nicht mehr nur die Isolation ist, sondern dass man eben auch wirklich mit heftigen Gegenreaktionen rechnen muss. Also Hasskommentare, Shitstorms, und also dass die anderen über einen herfallen so. Und das sind natürlich dann so Sanktionsdrohungen oder Ängste, die dann dazu führen, dass viele sich gar nicht mehr zu Wort melden. So, auch das ist eine Form der Einschränkung von Meinungsfreiheit, wie wir sie in der Form jetzt aus den alten Medien nicht gekannt haben. Und das ist, glaube ich, ein Mechanismus. Es gibt Studien darüber, die das zeigen, dass das tatsächlich der Fall ist, dass sich Leute zurückziehen aus Foren, wenn sie den Eindruck haben, da wird es quasi zu gefährlich und man muss damit rechnen, dass man da also quasi dann viel Widerspruch und vor allem sehr unzivilisierten Widerspruch ernten kann. Auch das ist eine Form von der Einschränkung von Meinungsfreiheit. Das führt dann eben dazu, dass am Ende nur noch die Schreihälse, die ein starkes missionarisches Bewusstsein haben, die auch sehr robust und sehr unfreundlich umgehen, dann übrig bleiben und die dann quasi das Meinungsklima im Internet bestimmen können. Das ist ein Phänomen, das man, glaube ich, auch in vielen demokratischen Ländern feststellen kann und das eben dann dazu führt, dass das, was im Internet, in sozialen Medien diskutiert wird, nicht repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung, weil sich da ein Großteil der Bevölkerung gar nicht beteiligt an den Diskussionen oder die ein Teil davon auch wiederum vertrieben wird, die sich da gar nicht zu Wort melden wollen in diesem Kontext. Was dann auf der anderen Seite wiederum sehr schade ist, weil gerade das Internet eben die Möglichkeit bietet für eine breite Beteiligung und für vielfältige Diskussionen, aber da sind an vielen Stellen die Voraussetzungen nicht gegeben. Man müsste sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie man solche Foren gestalten könnte, wie man sie moderieren könnte. Auch dazu gibt es Forschung, wie man das optimal anlegen könnte. Ist allerdings relativ aufwendig und kostet dann eben auch entsprechend viel Geld, dass man so eine journalistische Moderation und so eine Organisation von Foren verbessern müsste. Ich denke mal, die Algorithmen, die helfen dann auch nicht wirklich. Also die verstärken dann ja zusätzlich, ist ja auch so eine Art Pareto-Prinzip, dass je mehr Aufmerksamkeit etwas bekommt, desto eher sind dann oft die Algorithmen darauf ausgerichtet. Ja. Und wenn es dann diese Bots gibt. Stimmt, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Natürlich, also vor allem so wie im Moment die Plattformen funktionieren, die ja ökonomischen Imperativen folgen. Shoshana Zuboff hat das ja in ihrem Buch über das Zeitalter des Überwachungskapitalismus sehr schön dargestellt. Und die quasi, so sagt sie, völlig ignorant sind gegenüber der Qualität der Kommunikation. Wichtig ist einfach nur, dass sie Aufmerksamkeit gewinnt. Und das, was Aufmerksamkeit gewinnt, wird weiter verstärkt. Das sind diese selbstverstärkenden Prozesse, wo sich eben auch zeigt, dass Fake News, also sich mehr Aufmerksamkeit gewinnen, dann auch schneller verbreiten und dann auch bevorzugt werden von den Algorithmen. Das heißt, hier geht es nicht darum, die Qualität zu verbessern. Dafür sind Plattformen ursprünglich auch gar nicht geschaffen worden. Deshalb darf man da auch keine zu großen Hoffnungen haben, sondern die sind geschaffen worden, um Geld zu verdienen. Und das Geld verdient man damit, dass man viel Aufmerksamkeit erzielt, dass man Daten sammeln kann und dann diese sogenannten Vorhersageprodukte dann weiterverkaufen kann. Also Werbung optimieren kann, personalisierte Werbung, die dazu führt, dass man eben dann auch auf den einzelnen User zugeschnittene Werbung schalten kann. Und das ist völlig ignorant gegenüber quasi der Qualität der Kommunikation. Also im Journalismus gibt es ja bestimmte professionelle Standards, die man beachten soll, was den Nachrichtenwert angeht, die Objektivität, die Richtigkeit der Informationen, die weitergegeben werden sollen. Auch der zivile Umgang, also der Respekt von den anderen, das spielt da zunächst mal keine Rolle bei diesen Plattformen, wie wir sie im Moment kennen. Sind die etablierten Medien tatsächlich so befreit von diesem Problem? Weil ich meine, der Umstieg auf diese Online-Medien hat ja auch dazu geführt, dass sich das Konzept, also das Geschäftsmodell auch verändert hat und viel mehr in dieses Effekthascherei, ein großer Titel, der Klick zählt, also sie verdienen letztendlich dadurch, wenn jemand draufklickt und nicht unbedingt, wenn jemand der Artikel gefallen hat oder gut geschrieben wurde auch. Ja. Das ist völlig richtig. Also das sogenannte Clickbaiting, also dass man Überschriften so gestaltet, dass man eben draufklickt und dass man Dinge sensationalistischer darstellt, als sie tatsächlich sind, dass man verknappt, dass man auch Themen auswählt entsprechend, dass sie dann eben auch geklickt werden und vor allem, dass man den User nicht verliert, sofort ein nächstes Angebot macht und dass man also das Angebot auch nicht mehr verlässt. So, das hat natürlich dann auch mit dem
nicht mehr funktionierenden Geschäftsmodell von Journalismus zu tun, der sich ja klassisch jetzt in der Presse vor allem immer nicht nur über den Werbemarkt finanziert hat, sondern auch über den Publikumsmarkt. Und beide Märkte funktionieren im Internet völlig anders. Die Plattformen bieten viel bessere Werbemöglichkeiten, weil es eben da die Möglichkeit der Personalisierung gibt. Man hat keine Streuverluste mehr. Man kann quasi direkt bei Google beispielsweise darüber abrechnen, über die Klicks. Also viele Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten der Werbung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die User kaum bereit sind, für journalistische Informationen zu bezahlen. Also der Digital News Report, das ist diese jährliche Erhebung, die von der University of Oxford koordiniert wird. Ich weiß gar nicht, ob Ungarn auch dabei ist, müssten Sie mal schauen. Es sind jedenfalls mit im Moment so 40 Länder, wo Jahr für Jahr Untersuchungen durchgeführt werden. Und da wird auch immer nach der Zahlungsbereitschaft gefragt. Also wer hat schon mal für journalistische Informationen im Internet bezahlt? Und da ist auch in Deutschland der Wert immer noch im einstelligen Bereich. Also weniger als 10% der User zahlen für journalistische Informationen. Und es sind nur wenige Länder, etwa die skandinavischen Länder, wo die Werte höher sind, so im Bereich von 20-30%, wo das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass man dort sonst die Zeitungen sehr viel früher auf diese Umstellung geachtet haben im Online-Bereich, weil die, so unterstelle ich das jetzt mal, lange Strecken zurücklegen müssen, da irgendwo in Nordnorwegen oder so, um die Zeitungen auszutragen. Da war es natürlich sehr viel günstiger, das schon frühzeitig ins Internet zu verlagern. Jedenfalls in vielen Ländern funktioniert das einfach nicht, dass Leute dann im Internet für journalistische Informationen zu bezahlen. Hat sicherlich auch dort mit der sehr viel größeren Konkurrenz zu tun, ne? Weil es einfach mit einem Klick ist man schnell beim nächsten Angebot, wo man nichts bezahlen muss. Das heißt also, Journalismus funktioniert im Internet nicht mehr so, wie es bisher der Fall war. Und diese ökonomische Krise ist in vielen Ländern sehr weit vorangeschritten. In den USA, in Deutschland ist es noch gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie die Situation in Ungarn ist im Moment, aber jedenfalls ist das natürlich eine große Versuchung dann, dass man dann eben Angebote so macht, dass sie eben dazu führen, dass eben die Leute nicht mehr gehen, dieses Clickbaiting, und dass man also Leute hält im eigenen Angebot. Wobei viele Redaktionen, wie ich finde, auch da keine klare Linie verfolgen, weil sie gleichzeitig ganz stark auf den Plattformen engagiert sind. Gleichzeitig ihren Facebook-Account haben, Twitter-Account haben und so weiter, wo sie zwar immer die Hoffnung haben, dass sie von dort die Leute abholen und auf die eigene Website führen, was aber, glaube ich, auch nur bedingt gelingt. Und auf der anderen Seite müssen sie Kompromisse eingehen, wenn sie auf diese Plattformen gehen. Und das spart zwar Geld, weil man dann nicht selbst Plattformen aufbauen muss. Auf der anderen Seite ist gerade, was die Erkennbarkeit angeht, die Markenführung, handeln sie sich da viele Nachteile ein. Vielen Dank. Ich würde gerne mit einem sehr wichtigen Begriff weitergehen, nämlich Cancel Culture. Heutzutage hört man es sehr oft, und in einem anderen Podcast meintest du, dass du den Begriff nicht gerne verwendest. Also was versteht man unter Cancel Culture, und wo liegt der Ursprung von Cancel Culture genau? Also ich denke, Cancel Culture, also die Kultur des Löschens, wenn man es versucht zu übersetzen, besteht darin, dass, oder der Gedanke, der sich damit verbindet, ist der, bestimmte Auffassungen, bestimmte Meinungen nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. So, das ist ein Begriff, der, glaube ich, im universitären Bereich aufgetaucht ist oder überhaupt im kulturellen Bereich, dass man also darüber gestritten hat, welche Positionen dort ein Podium bekommen sollen, wer eine Öffentlichkeit bekommen soll und wer keine Öffentlichkeit bekommen soll. Das ist ein Begriff, glaube ich, der eher jetzt gegen linke Positionen verwendet wird. Also, dass man da sagt, bestimmte Positionen, etwa wenn es um identitätspolitische Fragen geht, sollen keinen Ausdruck finden. Und das, was weiß ich, Vorträge abgesagt werden, dass Meinungen, die geäußert werden, als unzulässig charakterisiert werden, das verbindet man, denke ich, mit dem Begriff der Cancel Culture, verbindet sich also vor allem mit Fragen so im kulturellen Bereich und mit identitätspolitischen Debatten. Und wie laufen solche Fälle ab? Könntest du vielleicht Beispiele nennen in Deutschland oder so? Also wir hatten hier, und ich finde das Thema insgesamt sehr überschätzt, weil ich glaube, dass sich dahinter gar nicht, zumindest in Deutschland, gar nicht viel dahinter verbirgt. Es gibt so einzelne Fälle, wo es zu Protesten gekommen ist. Es gab beispielsweise eine Tagung in Frankfurt, da wurde über die Frage diskutiert, der Berechtigung des Kopftuchtragens im Islam.
und wo es dann eine Diskussion darüber gegeben hat, ob man die Frage verhandeln darf oder nicht verhandeln darf. So. Es ist aber, glaube ich, eine sehr überschaubare Zahl von Fällen, wo das passiert ist. Es gab auch in der Kommunikationswissenschaft in meinem Fach vor einiger Zeit eine Diskussion über die Frage der Verwendung des Gendersterns. Also das Deutsche hat ja die Besonderheit, dass man männliche und weibliche Zeichnungen auch immer durch die Endungen zum Ausdruck bringen kann. Das ist ein Problem, das sich im Englischen zum Beispiel viel weniger stellt. Da kann man das zwar auch über his oder her zum Ausdruck bringen. Im Deutschen spielt das eine sehr große Rolle. Und deshalb gibt es da schon seit längerem eine Diskussion darüber, wie man jetzt auch immer geschlechtergerecht immer die weibliche und die männliche Form verwendet. Und da gibt es unterschiedliche Formen, durch Sternchen, durch Doppelpunkt oder was auch immer. Und da gab es eine sehr scharfe Zurückweisung dieser Forderung von einem Kollegen in einer Fachzeitschrift, was dann zu einem großen, zu einer großen Debatte geführt hat, unter anderem auch zu einem offenen Brief, dass man also solche Positionen in einer Fachzeitschrift, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift nicht veröffentlichen solle, so. Das wurde dann wiederum empfunden als jetzt von, nicht nur von dem Kollegen, sondern auch von einem Kreis anderer Kolleginnen und Kollegen, als quasi Versuch einer Unterdrückung, eine solche Meinung äußern zu können, so. Das wird gerne als Beispiel angeführt und es gibt dann auch so ein Netzwerk, Wissenschaftsfreiheit, wo man quasi gegen solche Tendenzen ankämpfen möchte. Ich glaube, dass das völlig überbewertet ist und dass es in dem Fall durchaus berechtigt war, ob der Beitrag, weil er eben viele wissenschaftliche Merkmale gar nicht besessen hat. Also ich finde, der kann an vielen anderen Stellen erscheinen, aber in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift hätte ich ihn auch nicht veröffentlicht, ohne dass man damit eine Meinung unterdrückt hätte. Es war einfach keine wissenschaftliche Äußerung, nach meiner Auffassung. Jedenfalls ist die Zahl, glaube ich, der Fälle äußerst überschaubar und es ist eher eine Instrumentalisierung, glaube ich, des Begriffs der Meinungsfreiheit, der hier verwendet wird, um quasi dagegen anzugehen. Also wir haben, glaube ich, ganz häufig eine Instrumentalisierung dieses Begriffs der Meinungsfreiheit, übrigens auch von anderen Begriffen wie Demokratie, etwa um in diesem Meinungsstreit so, dass man den anderen abspricht, demokratisch zu sein, dass man dem anderen abspricht, die eigene Freiheit zu respektieren. Wobei das zum Teil, glaube ich, falsche Vorstellungen davon sind, wie Demokratie funktioniert und was Freiheit bedeutet. Wir haben das gerade auch während der Corona-Pandemie häufig erlebt, dass Leute vor allem unter Freiheit Egoismus verstehen, jederzeit alles machen zu können, ohne dass jemand einschränkt. Und zwar ohne Rücksichtnahme eben auf andere, dass sich dahinter häufig auch nur ein blanker Egoismus verbindet. Also die Frage etwa des Tragens von Masken, die Frage des Impfens und so weiter. Also man muss da, glaube ich, immer sehr genau hinschauen, wenn dieser Vorwurf erhoben wird, ob er wirklich berechtigt ist und was Leute unter diesen von allen sehr geschätzten Begriffen eigentlich verstehen, wie Freiheit und Demokratie. Und ich glaube, dass da häufig diese Begriffe einfach als Kampfbegriffe verwendet werden. Genauso wie Donald Trump jeden Vorwurf, der an ihn gerichtet war, sofort umgekehrt hat und gesagt hat, nicht ich verbreite Fake News, ihr seid's, die Fake News verbreiten, nämlich diejenigen, die darüber aufgeklärt haben, dass er Fake News verbreitet hat, wie die sogenannten Mainstream-Medien. Auf der von Washington Post wurde ja genau Buch geführt, welche Fake News er verbreitet hat. Und genau den hat er dann auch wieder gesagt, ihr verbreitet Fake News. Wir können das auch in der aktuellen Situation erleben, dass natürlich der Kreml und Putin genau alles behauptet, findet dort Faschismus an Stellen, wo er sehr viel weniger zu finden ist als im Umfeld von Putin selbst so. Also dieses Spiel, dass man einfach den Vorwurf, der an einen selbst gerichtet wird, einfach umkehrt und den Kontrahenten vorwirft, dieses Spiel können wir seit einigen Jahren beobachten. Gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, was ist Fake News und wer entscheidet, was als Fake News gilt? Vor den US-Wahlen wurde zum Beispiel diese sogenannte Hunter Biden Laptop Story auf Twitter als Fake News gekennzeichnet, die New York Post veröffentlicht hat. Und mittlerweile hat die New York Times auch schon darüber berichtet. Und jetzt zählt die Story nicht mehr als Fake. Ja gut, wir können es ja unabhängig von Fällen machen. Ich bin jetzt mit das Engagement von beiden Sohnen in der Ukraine wird ja auch schon seit mehreren Jahren diskutiert und dann werden immer wieder sogenannte Beweise von beiden Seiten vorgezogen. Ich bin da jetzt auch nicht tief genug drin und das muss man sein, finde ich. Das muss man sein, um sich da selbst ein Urteil anmaßen zu können. Ich kann quasi dieses Urteil im Moment auch nur den Zeitungen delegieren, denen ich vertraue. Ich würde sagen, jetzt in Deutschland, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Spiegel der Zeit würde ich vertrauen, weil ich da einfach aufgrund jahrelanger Erfahrung, Lektüre und ich auch weiß, wie die arbeiten, denen vertrauen würde. Und wenn die mir das erklären und sagen so und so, dann würde ich denen vertrauen. Aber ich bin jetzt genauso wenig wie ihr Experte jetzt für das Engagement in der Ukraine-Krise. Und ich würde auch sagen, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt bestimmten Medien vertraue, sondern ich vertraue in dem Fall auch einem bestimmten
wenn man so will, System. Ich vertraue eher den Medien in einem freien, demokratisch organisierten System, weil ich weiß, die müssen, wenn sie professionell außerdem organisiert sind, sie müssen sich auch der Kritik stellen und sie können nicht ohne weiteres die journalistischen Standards verletzen. So. Und ich weiß aber auch, dass sie unabhängig berichten von staatlichen Einflussnahme. So. Das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und das heißt, der erste Blick wäre erstmal der systemische Blick. Wie funktioniert das Mediensystem eines bestimmten Landes? Dafür kann man sich übrigens auch sehr gut informieren, etwa bei Freedom House, Freedom of the Press oder Freedom on the Net, wo sehr genau dann auch jeweils charakterisiert wird, wie hoch die Medienfreiheit in einem bestimmten Land ist. Das sind, wären für mich auch Indikatoren dafür. So dass ich sagen würde, in China oder auch in Russland, das gibt es deutliche Einschränkungen dieser Freiheit, und die staatlich gelenkten Medien, denen würde ich deutlich weniger vertrauen als jetzt freien Medien, die sich bestimmten professionellen Standards verpflichtet fühlen. Und wir haben in vielen Ländern außerdem Formen nicht nur der rechtlichen, vor allem der, sondern vor allem auch der Selbstregulierung. Also wenn es da einen Presserat gibt, eine professionelle quasi Qualitätsprüfung, so, das wären quasi die Voraussetzungen, die ich prüfen würde, mir dann zu überlegen, wie stark kann man jetzt auch Medien in einem bestimmten Land vertrauen. Und dann muss man sich natürlich nochmal die einzelnen Redaktionen ansehen und natürlich den Einzelfall MH17, dieser Abschuss der Passagiermaschine über der Ukraine damals 2014 ist so ein Beispiel, wo ja Russland sich bemüht hat, alles zu tun, um Desinformation zu streuen. Ganz viele Varianten, was da passiert sein könnte, nie war Russland schuld, wer nun diese Maschine abgeschossen hat und was da eigentlich passiert ist. Und es gab da zum Beispiel sehr gründliche Recherchen von Korrektiv, das ist hier in Deutschland eine Bellingcat war, glaube ich, auch beteiligt, die also sehr gründlich dann alle Indizien zusammengetragen haben, sodass man sagen kann, auf der Grundlage des verfügbaren Wissens, das auch offengelegt wird, was transparent ist, was auch weiter überprüft werden kann, kann man sagen, dass es eben von der russischen Seite oder eine russische Rakete war, die dieses Passagierflugzeug abgeschossen hat. So. Es gibt wie immer keine absolute Gewissheit. Es gibt bei nichts absolute Gewissheiten. Das heißt aber nicht, dass wir in einen Relativismus verfallen müssen, so dass man sagt, nur die lauter schreien können, die mehr Macht haben, bestimmen, was als Wahrheit gelten soll, sondern es gibt viele Kriterien dafür, wie man Einschätzungen vornehmen kann, welche Variante denn nun die ist, die der Wahrheit näher kommt. Und dann sind, wie wir das aus der Wissenschaft kennen, auch da haben wir Methoden und klare Kriterien, die Prinzipien wie Offenheit, den freien Meinungsaustausch, die Rationalität des Arguments. Ganz ähnlich funktioniert das auch im Journalismus, dass man eben die Quellen überprüft, sich überlegt, wie glaubwürdig sind die Quellen, wie hoch ist die Evidenz dessen, was da gesagt wird. Und auf der Grundlage, glaube ich, kann man durchaus unterscheiden, was Fake News ist oder was nicht Fake News ist, wobei ich nie so dichotom argumentieren würde, wahr und unwahr, weil wir es nie ganz genau wissen, aber dass man sagen kann, die Variante ist mit aller Wahrscheinlichkeit nach allem, was wir wissen, ist näher an der Wahrheit als eine andere Variante. Diese Unsicherheiten werden natürlich schamlos ausgenutzt von all denjenigen, die Verwirrung schaffen wollen und die mit anderen Varianten, die für sie günstiger sind, sich einen Vorteil erhoffen. Und das ist dann der Bereich der Propaganda, den wir im Moment auch erleben können seitens Russland. Und ich würde dann immer in dem Mediensystem mehr vertrauen, wo die Medien unabhängig sind und wo die Medien sich den journalistischen Standards verpflichtet fühlen. Als letztes zurück zum Cancel Culture. Ich würde mich noch interessieren, ob es noch Alternativen zum Canceln oder Cancellation gibt. Und wenn ja, dann was sind diese Alternativen und was wäre ein gesündere Ansatz? Also ich glaube, dass der Begriff des Cancelns schon falsch ist, weil der immer davon ausgeht, dass irgendwas gelöscht wird und damit nicht mehr sichtbar ist. Das schildert, wenn man so will, die alte Medienwelt. Da gab es Gatekeeper, die entscheiden können, wird öffentlich oder wird nicht öffentlich. Staatliche Zensur konnte auch verhindern, dass überhaupt das an die Öffentlichkeit dringt, mit gewissen Abstrichen. Wir wissen, Zensur hat nie so ganz funktioniert. Das wissen wir aus den früheren kommunistischen Staaten. Das wissen wir in Deutschland aus dem Nationalsozialismus. Die Geschichte der Zensur fängt ja kurz nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert an, als sowohl kirchliche als auch staatliche Versuche der Einflussnahme oder der Unterdrückung schon stattgefunden haben. Und das ist nie so richtig gelungen. Aber da ging es immer darum zu verhindern, dass überhaupt irgendwas öffentlich wird. So. Und ich glaube, die Situation, seitdem es das Internet gibt, hat sich doch in wesentlichen Teilen verändert. Nämlich, dass es häufig gar nicht mehr
möglich ist, was zu unterdrücken. Und wie gesagt, diese Diskussion über Cancel Culture ist ja vor allem eine westliche Diskussion. Und das ist ja nicht so in China, wo man das wirklich versucht einzuschränken, sondern jeder, der sich da beklagt, hätte die Möglichkeit, an vielen Stellen im Internet darauf aufmerksam zu machen. Nach meiner Auffassung geht es gar nicht darum, um canceln oder nicht canceln, sondern viel eher darum, wer darf an welcher Stelle was sagen. Also darf ich in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift was sagen? Steht mir dann die Kommentarspalte einer wichtigen Zeitung offen? Darf ich dort meine Meinung äußern? Also es geht viel eher um die Positionen, um die Stellen, wo ich was äußern darf, weil ich habe im Internet so unendlich viele andere Möglichkeiten. Nur kann es sein, dass mich dort im Longtail niemand registriert so. Also die Auseinandersetzung dreht sich viel eher darum, an welchen Stellen ich was sagen darf und nicht mehr darum, überhaupt Meinungen zu unterdrücken. Zumindest in den westlichen Ländern, behaupte ich jetzt mal, wo das Internet viele Schlupflöcher bietet, viele Möglichkeiten bietet, was zu sagen. Wir wissen, wie gesagt, auf der anderen Seite auch wieder, Chris Anderson hat es ja in diesem Schaubild dieses langen Schwanzes, das Longtail ja sehr deutlich gemacht, dass diese Aufmerksamkeitsverteilung sehr ungleich ist so. Und es macht natürlich einen enormen Unterschied, ob ich irgendwo in meinem Blog oder in meinem Twitter-Account mit 20 Followern irgendwas sage, wo es halt kaum jemand registriert, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich öffentliche Meinungsbildungsprozesse beeinflussen kann, oder ob ich das auf dem Campus einer angesehenen Universität macht, ob ich das in den Kommentarspalten mache, einer großen, wichtigen Tageszeitung und wo auch immer so. Ich finde nur, dass nur bedingt was zu tun hat mit Meinungsfreiheit, die Entscheidung darüber, wer an diesen besonderen Orten sich zu Wort melden darf. Ich finde, auf dem Campus muss es eine Prüfung geben. Campus ist kein freier Ort der Meinungsäußerung, wie ich das in jedem Park machen kann, wo ich mich im Hyde Park in London mich hinstellen darf und alles Mögliche erzählen darf oder auch in meinem Blog oder in meinem Twitter-Account, sondern da gibt es den Anspruch, dass dort der wissenschaftliche Diskurs stattfindet. Und wenn man sagt, das ist kein Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs, sondern ist Populismus, also in Deutschland beispielsweise die Frage, ob man Vertreter der AfD einladen darf, dieser rechts, sehr rechtslastigen Partei, dann würde ich schon sagen, das hat vermutlich mit wissenschaftlichem Diskurs nichts zu tun. Deshalb gibt es da auch keine Berechtigung, dass das auf dem Campus stattfinden muss. Finde ich, steht es auch jeder Zeitung zu entscheiden, wen sie sowohl, wenn es um Gastkommentare geht, aber wie ich finde, auch in den Kommentaren selbst, wen sie da zulässt. Es gibt kein Menschenrecht darauf, dass ich jederzeit an jedem Ort alles sagen darf. Darum geht es nicht, finde ich, sondern da muss es, und das haben wir eigentlich bisher auch immer akzeptiert im Journalismus, dafür gibt es Redaktionen, die entscheiden, welche Themen aufgenommen werden, dass im Ergebnis, das könnte ein Einwand sein, den ihr jetzt vortragt, dass im Ergebnis trotzdem eine Vielfalt geboten sein muss, das ist richtig so. Aber man darf deshalb nicht sagen, das ist genau der Ort, an dem es stattfinden muss. Also wir in Deutschland unterscheiden, das gilt glaube ich auch für andere Länder, zwischen Binnen- und Außenvielfalt so. Also Außenvielfalt heißt also, dass in der Fülle des Angebots eine Vielfalt gegeben sein muss, die im Internet, glaube ich, sehr weit gegeben ist, auch im Pressebereich relativ weit gegeben ist. Das Prinzip des Binnenvielfalts gilt vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind die Ansprüche höher, wo man beispielsweise sagt, in den Talkshows müssen alle wichtigen Parteien vertreten sein, so dass man dann ein höheres Maß an Binnenvielfalt. Also man muss da so ein bisschen differenzieren, aber nur zu sagen, ich habe Anspruch, genau an dem Ort zu sprechen, das ist, glaube ich, nicht zulässig. Und das ist auch oft der Kritik, wo dann häufig gesagt wird, da wird Meinungsfreiheit eingeschränkt. Eigentlich will man sich damit nur einen besseren Ort erkämpfen. Auf der anderen Seite gibt es ja jedoch nicht so viele Plattformen, Facebook, Twitter, ja. Instagram vielleicht, wenn man ja. so sagen will. Und wenn man dann dort ausgeschlossen ist, dann ist es halt doch, die Reichweite ist dann doch sehr stark eingeschränkt. Und vielleicht noch als in Klammer, diese Firmen selber haben ja auch einen gewissen Bias in dem Sinne, dass sie aus einer gewissen Region kommen, alle aus Silicon Valley, alle kulturell ähnlich geprägt und mit einer gewissen Einstellung, wahrscheinlich auch politisch, also wenn man sich Silicon Valley und die Gegend einmal anschaut. Dennoch machen sie die Regeln für so viele, aber es ist natürlich eine private Firma, also es ist schon irgendwo dann doch irgendwie schwierig, oder? Ja, das ist richtig. Wobei ich glaube, das Problem bei den derzeit dominanten Plattformen ist eher, dass sie zu viel einschränken. Ich meine, es wird immer gerätselt, ob die jetzt doch eine politische Agenda haben und so weiter. Sie haben sich ja lange Zeit sehr gewehrt. Selbst die Sperrung von Donald Trump nach dem Sturm auf das Kapitol war ja ein Riesenakt so. Das hat übrigens dann auch die Diskussion ausgelöst, ob das nicht Einschränkungen sind, die man da vornimmt, die sehr erheblich sind oder ob man das privaten Firmen überlassen kann. Aber eigentlich war eher umgekehrt, weil sie eben vor allem ökonomischen Zielen folgen, vor allem diese völlige Offenheit, das ist eher Problem. Man kann sagen, das ist auch eine kulturelle Prägung oder ist halt die ökonomische, kapitalistische Prägung, wenn man so will.
Was wären die Alternativen? Ich glaube, es gibt zwei Alternativen dazu. Entweder haben wir das Plattformmodell von Russland und von China, wo man sagen, dann sind es halt staatlich kontrollierte Plattformen, wo man dann eben Einflüsse von außen nicht zulässt, aber dann halt Zensur und zwar in einer viel perfekteren Form noch machen kann, als man das bisher machen konnte. Das ist immer eine Gefahr in allen Ländern, wo, glaube ich, das freie Wort in Schwierigkeiten ist. Wir wissen ja, Ungarn, Polen sind ja auch Länder, wo in der EU viel darüber diskutiert wird, ob jetzt da wirklich auch die Freiheit der Medien noch tatsächlich gegeben ist. Das ist der eine, das ist die eine Alternative, die wir nicht wollen, so dass es eine staatliche Steuerung gibt vom Zugang zu Plattformen. Und die andere Alternative, die in seit einigen Jahren diskutiert wird, ist im Rahmen der EU eine europäische Medienplattform zu schaffen, die europäischen Werten folgt. Das ist sicherlich die, wie ich sagen will, die ideale oder vielleicht auch idealistische Vorstellung davon, wie man Plattformen schafft, die also weder durch ökonomische Imperative getrieben wird, noch staatliche Steuerung unterliegt so. Das ist eine Vision, die seit einigen Jahren diskutiert wird. Ich habe auch kürzlich ein längeres Gutachten geschrieben zum Kommunikations- und Medienbericht der Bundesregierung. Da war ich beteiligt, um das mal zu skizzieren, wie so eine Plattform aussehen könnte. Man könnte sich vorstellen, dass sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorangetrieben wird, gestaltet wird, wo man dann eben auch Rundfunkräte hat, wo die gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten sind, die also das Programm kritisch begleiten. Es sind nicht staatliche Stellen, die das machen, sondern quasi von der Gesellschaft getragen ist und auch von der Gesellschaft mitfinanziert wird über Rundfunkbeiträge und wo man dann, weiß nicht, Foren einrichtet, wo dann eben im Sinne von Jürgen Habermas dann auch diskutiert werden kann, so moderiert, gut organisiert, wo wirklich dann respektvoll und rational dann auch diskutiert wird, wo auch die unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen, wie man sich das vorstellt und gleichzeitig aber auch eine Finanzierung sichergestellt wird. Also Deutschland leistet sich ja den teuersten Public Service Broadcasting in der ganzen Welt, so also Milliarden wären da. Wenn man das konsequent umsetzen würde, könnte man schon einige Schritte weitergehen. Ist die Frage, ob man das gleich auf einer europäischen Dimension macht, weil man sich dann natürlich noch viele weitere Fragen einhandelt, Sprach-, Kultur-, Unterschiede und aber man kann ja mal klein anfangen so. Oder es gibt auch mittlerweile schon interessante europäische Projekte. Arte zum Beispiel, der deutsch-französische Kulturkanal, den gibt es im Internet mittlerweile sechssprachig, also in sechs Sprachen, wo dann auch übersetzt wird, so dass man auch weiß, was in anderen Ländern passiert, zu den wichtigen europäischen Diskursen. Oder es gibt noch ein anderes sehr schönes Angebot, eurotopic.net. Da werden im Moment, glaube ich, so in etwa 25 Sprachen europaweit Zeitungsartikel übersetzt, wirklich tagesaktuell ganz schnell übersetzt, so dass man quasi immer weiß, was in anderen Ländern diskutiert wird, auch sehr schön gebündelt zu unterschiedlichen Themen. Das sind für mich Ansätze einer solchen europäischen Öffentlichkeit, die das verwirklichen kann. Und da bietet das Internet natürlich noch viele weitergehende Möglichkeiten und das wäre eigentlich das, was man anstreben sollte. Das ist natürlich aber auch wichtig, sich dann auf diesen Grundwerten darauf einigen zu können. Man hat ja auch oft das Gefühl, dass vielleicht gerade diese durch Social Media beschleunigt auch diese grundlegenden Unterschiede in einer Gesellschaft deutlicher zum Vorschein kommen. Ja. Und das ist ja gerade auch das Problem, dass wir uns, glaube ich, teilweise nicht mehr auf die grundlegenden Dinge einigen können. Das hat sicherlich ein Stück weit mit dem Internet zu tun, aber nicht nur. Also diese aufkommende Populismus, Rechtsextremismus, wo das hinführen, erleben wir leider im Moment so mit dem Ukraine-Krieg. Man hat es kommen sehen können. Das ist natürlich durch viele andere Faktoren auch getrieben, so mit den Dingen, die in den 1990er Jahren passiert sind. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch so. Das wurde ja intensiv auch analysiert, gerade so in der letzten Zeit in den Zeitungen, was man da hätte besser machen können mit Demokratisierung und mal Einführung von Marktwirtschaft und wo da Fehler gemacht wurden, und zwar auf beiden Seiten so. Und wobei da auch leider viele Mythen im Umlauf sind. Also die Behauptung, dass es da ein Machtgetriebene von der NATO, dass man da irgendwie den Machtbereich ausdehnen wollte, das ist auch ein Mythos, der von Putin so in die Welt gesetzt wurde und dass es da Verabredungen gegeben hätte. Dass man zum Beispiel nicht respektiert im Fall der Ukraine, dass es da einfach aus dem Land heraus Demokratiebestrebungen gab und dass man da den Anschluss gesucht hat in Richtung EU und auch in Richtung NATO, gerade aus Sorge gegenüber Russland so. Und das sind allerdings dann auch Dinge, die dann in der Öffentlichkeit dann auch so kommuniziert werden sollten und dann auch richtiggestellt wurden. Das ist übrigens auch in Deutschland gab es viele dieser Mythen so über das, was da passiert ist. Und gerade Deutschland hat ja eine große Nähe zu Russland gehabt, an vielen Stellen, wie wir jetzt wissen, auch fatalerweise und wo man auch vielen Falschinformationen aufgesessen ist, so was man früher hätte aufklären können.
Vielleicht ein bisschen wieder zurück zu Themen, die wir schon vorhin angesprochen haben. Oft hört man oder oft ist die Rede von gefährlichen Meinungen im Internet. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass auch teilweise Nachrichtendienste sich für Demokratie und freie Meinungsäußerung einsetzen, wie die Welt und Tagesschau, ironischerweise ihre Kommentarfunktion zum Beispiel auf YouTube nicht zulassen. Ja. Darf man in einer liberalen Demokratie Angst vor Meinungen haben? Das ist eine gute Frage. Nee, sollte man natürlich nicht haben. Und eigentlich wäre es schöner, man könnte immer alles diskutieren lassen. Und das war ja auch am Anfang in vielen Redaktionen das Prinzip, allerdings eben mit dieser Folge, dass dort eben sehr viel Hasskommentare oder sehr, sehr inzivil, also mit vielen Beleidigungen diskutiert wurde. Und also sagen wir mal, zwischen der Seriosität der Zeitung und den Kommentaren doch ein riesiger Unterschied bestanden hat. Und da kann ich verstehen, wenn man nicht nur moderiert und versucht, die Leute zur Raison zu bringen und vielleicht hier und da mal einen Kommentar zu löschen und zu sagen, wir haben gar nicht die Kapazität, alles zu moderieren und zu überprüfen. Die Süddeutsche Zeitung hat das, glaube ich, als erste große Zeitung gemacht, dass sie gesagt haben, es kann nicht mehr jeder Artikel kommentiert werden, wir schaffen das gar nicht. Die sind ja auch in der rechtlichen Verantwortung. Also wenn dort strafrechtlich Relevantes steht, kann ja auch die Redaktion zur Verantwortung gezogen werden, wir schaffen das gar nicht. Sodass sie gesagt haben, wir wählen immer einzelne Themen aus und da kann dann diskutiert werden und da können wir es auch noch überprüfen und wieder diskutiert wird und dann ist auch die Qualität der Diskussion höher. Also insofern, ja, wäre ein Idealzustand, wenn man immer alles kommentieren könnte. Nein, man kann es den Redaktionen schlicht nicht zumuten. Also da muss man leider pragmatisch sein. Es ist aber trotzdem schade und deshalb müsste man überlegen, dass man Orte schaffen kann, wo man irgendwie beides hinkriegt. Und da besteht leider immer ein Spannungsverhältnis. Also wenn man sich mit von Jürgen Habermas mit der Theorie der Deliberation beschäftigt, findet man oft die Hinweise, da sind Anforderungen formuliert, die passen gar nicht so richtig zusammen. Da gibt es immer ein Spannungsverhältnis, das wird man nie ganz auflösen können. Zwischen der Offenheit, zwischen der Vielfalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Rationalität des besseren Arguments, der Respekt, die Sachlichkeit und so weiter. Das wird man nie quasi in diese Quadratur des Kreises wird man nie ganz hinkriegen. Ich glaube, man wird immer irgendwo gewisse Abstriche machen müssen. So, entweder dürfen wir immer alle mitquatschen und dann hat man halt ein Chaos oder es geht dann halt ziemlich wild zu oder die vertreiben dann die Stärkeren, die Lauteren vertreiben wieder die weniger Lauten oder die ziviler sind. So, das ist dann der wilde Westen oder das raue Internet, wo die Macht des Stärkeren, der Stärkere sich durchsetzt, wenn man alles offen lässt. Das ist dann die Anarchie so, wenn man will. Das ist das eine, was wir nicht wollen. Das andere ist dann, dass man sagt, wir machen den Kreis klein und dann wird zivil diskutiert. Aber dann kann man immer sagen, da fehlt aber diese Stimme und jene Stimme und jene Stimme so. Ich glaube, man kriegt es nie ganz hin. Aber was man versuchen könnte, ist quasi unterschiedliche Orte zu schaffen, wo man diese Zielkonflikte unterschiedlich löst. Also ich kann mir gut vorstellen, man hat Bereiche, wo man eine hohe Offenheit hat, wo man dann etwa über Abstimmungen auch immer sehr, sehr viele beteiligen kann so. Auf der anderen Seite sollte es aber auch die kleinen Kreise geben, wo dann wirklich einerseits die wichtigen Positionen vertreten sind, aber auch diejenigen, die wirklich was wissen vom Thema, was zu sagen haben, so dass man dann auch mal den Mund halten kann und mal einfach zuhört und sich erstmal anschaut, was die anderen zu sagen haben. Also quasi erstmal seine eigene Meinung bildet. Ich glaube, da gibt es viele Formen, wie man unterschiedlich Foren gestalten kann. Und das sehe ich auch als Schwachpunkt im Moment im Journalismus, dass man da zu wenig experimentiert in partizipativen Formaten. Da sage ich immer, wenn ich irgendwo beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eingeladen bin, experimentiert da mehr, probiert da mehr aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Angebot Funk kennt, das ist so das Jugendangebot von ARD und ZDF. Schaut euch das mal an. Da gibt es ganz, ganz viele, so ungefähr Größenordnung 50, 60 verschiedene Kanäle, wo ganz viel experimentiert wird. Da findet sowas statt. Auch da gibt's auch politische Angebote. Und das muss man schlicht ausprobieren und sehen, was gut funktioniert. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass sich fast schon so eine offizielle Sphäre bildet, repräsentiert durch die etablierten Medien und eine inoffizielle, in Klammern vielleicht unakzeptable auch teilweise, die im Internet stattfindet, die aber teilweise schon auch auf wichtige Aspekte hinweist. Und ich finde, diese Aufteilung hat man gerade in Deutschland auch zum Beispiel, aber auch in Amerika, in der auch sprachlich in der Gegenüberstellung von Fake News, Fakten, Wissenschaft und Leugnern, ob es jetzt Klima oder Corona ist. In Amerika haben wir Trust the Science, was so ein Begriff ist, was schon oft verwendet wird. Und dann auch legitime Meinungsäußerung und die, sagen wir mal, Querdenker oder ohne jetzt explizit die Querdenker zu meinen, sondern die generell.
Und gleichzeitig sind aber die meisten Dinge im Leben nicht so einfach schwarz oder weiß und nicht fake und wahr. Und gerade bei komplexen Themen wie sagen wir jetzt mal hier der Krieg in Ukraine oder Corona oder und auch die Wissenschaft an sich ist ja ein ständiger Dialog und ein ständiges Hinterfragen. Ja. Machen wir uns es manchmal auch zu einfach mit dieser Einkategorisierung, der Abstempelung von manchen Schichten oder manchen Denkweisen? Ja, gibt es so eine verstärkte Tendenz zum Schachteldenken? Ja, ich kenne das Argument und ich halte es auch für wichtig, darüber nachzudenken. Also diese Schwarz-Weiß-Malerei zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze und ab hier ist es Unfug oder abzulehnen. Also und dann ist natürlich mit so Etiketten wie Querdenker, alle, die gegen das Impfen sind, alle, die gegen das Maskentragen sind, sind dann Querdenker, mit denen muss man sich nicht mehr beschäftigen, weil sie nicht verstanden haben, was uns die Wissenschaft sagt. So. Und in der Tat, da muss man vorsichtig sein, zu schnell auszugrenzen, was ja nicht gut ist, weil man ja, also es gibt ja von John Stuart Mill, der damals für die Meinungsfreiheit propagiert hat und gesagt hat, wir müssen uns auch Positionen anhören, die wir für Unfug halten, die wir für unwahr halten. Entweder hat die Position doch recht, jemand doch recht, der das vorträgt, oder aber in der Auseinandersetzung, damit schärfen wir noch unser eigenes Bewusstsein dafür, wo wir stehen. Und wir können ja bei unserer Meinung bleiben, aber wir haben zumindest in der Diskussion nochmal unsere Position selber geschärft. Also sollte man dem nicht aus dem Weg gehen und die dann auch als Kontrahenten respektieren. Ich glaube nur, es gibt eine gewisse Grenze, wo man sagen muss, also so esoterische Dinge, gerade aus der Querdenkerszene, die mit Aluhüten rumlaufen und die dann wirklich, wo man auch keine gemeinsame Basis mehr findet, um Argumente auszutauschen. So. Also wir gehen ja normalerweise davon aus, dass es sowas wie einen Basiskonsens gibt, dass quasi die Kraft des Besseren Arguments zählen soll. Aber wenn ich nicht mehr den Eindruck habe, dass meine Argumente überhaupt nur geprüft werden und auch nicht nach den Kriterien, die ich für richtig halte, so also Rationalität und wissenschaftlicher Nachweis und Evidenz, wer Wissenschaft als solche ablehnt, dann hat man ein Problem, dann kann man auch nicht mehr diskutieren. Und das ist ja das Problem, dass eben diese heftigen Auseinandersetzungen dann passieren, wenn man keine Basis mehr findet, auf der man nun klären kann, wer nun Recht hat am Ende. So, das ist ja, glaube ich, eine Schwierigkeit. Und dann kommt noch was anderes dazu, dass dieses Argument natürlich auch sehr, sehr gerne von denen verwendet wird, die Propaganda betreiben wollen. Ich weiß nicht, ob ihr RT Deutsch kennt, Russia Today hieß das früher mal, dieses staatliche russische Propaganda-Angebot. Das haben die ganz raffiniert gemacht. Die haben immer sowas sofort aufgegriffen und haben gesagt, ja, ihr seid so boniert, ihr unterdrückt Meinungsfreiheit, weil ihr diese abweichenden Meinungen, die halt, was weiß ich, die russische Seite in positiveres Licht gerückt habt, immer sofort ablehnt. Und selbst dann, wenn man feste Nachweise hatte. Also die Diskussion darüber, was auf dem Maidan passiert ist, MH17, wo es dann x andere weitere Varianten gab, wo man immer nur gesagt hat, im Sinne der Meinungsfreiheit, im Sinne der Vielfalt müsst ihr das alles mit berücksichtigen und auch mal diskutieren. Und selbst wenn es der größte Unfug war, das wurde dann, und das ist wieder so ein Fall, wo man gesagt hat, oder wo ich sagen würde, da wird dann das auch als Kampfbegriff missbraucht dafür, dass man sagt, wir müssen uns mit allem beschäftigen, auch wenn es harte Nachweise dafür gibt, dass diese Positionen nicht richtig sein können. Und dann wird aber immer gesagt, Vielfalt und Meinungsfreiheit, und damit verstopft man dann auch einen Diskurs und gibt vor allem allen, die Propaganda betreiben wollen, auch einen Spielraum. Übrigens eine Sache, die sie dann zu Hause in Russland nie akzeptieren würden. Man hat das auch festgestellt bei RT Deutsch, die hier immer gesagt haben, wie falsch die deutsche Politik ist, die Corona-Politik. Man soll sich nicht impfen lassen. Man soll diese ganzen staatlichen Maßnahmen nicht befolgen. Genau das, was in Russland aber vorgeschrieben war, so. Also da, wo man das sehr schön erkennen konnte, wie das eindeutig manipulativ verwendet wurde. Die Diskussion, ob alle Meinungen erlaubt werden sollen oder nicht, oder beziehungsweise ob wir da nicht zu streng sind, finde ich sehr interessant. Wie gesagt nochmal, ich glaube, Meinungen unterdrücken kann man heute kaum noch. Also wer einen Zugang zum Internet hat, kann irgendwo seine Meinung unterbringen. Dann nur die Frage, an welchem Ort man sie unterbringen kann und ob man die Berechtigung hat, jederzeit bei einer großen Zeitung seine Meinung unterzubringen oder halt nicht an einem weniger wichtigen Ort. Das Zweite ist, ja, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, zu sagen, es gibt dann bestimmte Positionen, wo man vorsichtig sein muss. Also in Deutschland ist ja durch das Bundesverfassungsgericht gibt es ja auch kaum Schranken. Es gibt ja in Deutschland, was weiß ich, Leugnung des Holocaust ist zum Beispiel, darf man in Deutschland nicht so
anders als in den USA, da durfte man das. Aber in Deutschland gibt es ein Gesetz, das verbietet, zu behaupten, es hätte den Mord an den Juden nicht gegeben. So, da gibt es, das wird sogar strafgesetzlich verfolgt. Also das ist zum Beispiel eine eindeutige Eingrenzung, so, dass man sagt, sowas darf man nicht behaupten. So, sonst sind allerdings da auch die Möglichkeiten sehr, sehr offen. Also die Unwahrheit zu sagen, steht jedem erstmal frei. So, wenn man damit nicht, wie gesagt, gegen Strafgesetz verstößt, kann man im Prinzip alles sagen. So, das steht einem frei so. Und erst dann, wenn man quasi Fake News verbreitet, die bestimmte negative Folgen haben, was weiß ich, wenn man Aufrufe jetzt zum Völkermord oder solche Dinge, also so sehr gravierende Dinge, das steht übrigens im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist ja auch, da war ja Deutschland Pionier, also Vorschriften zu machen, den Plattformen, was sie dort löschen müssen innerhalb bestimmter Fristen. Dort findet man viele Hinweise auf das deutsche Strafgesetzbuch, dass das quasi umgesetzt werden muss. Da kann man am besten sehen, wo in Deutschland zumindest Grenzen gezogen werden. Und da stehen eben solche Dinge drin, wie ich sie gerade aufgezählt habe. Aufrufe zu Straftaten und solche Dinge. Also wo man dann sagen würde, da ist eine Grenze erreicht, die aber, wie ich finde, sehr, sehr weit gezogen sind. Dazwischen darf man alles weiter verbreiten. Und selbst wenn die Plattformen was löschen, hat man ja selbst da nochmal eine Einspruchsmöglichkeit. Und das wird ja auch viel diskutiert in Deutschland, ob da nicht quasi in vorauseilendem Gehorsam die Plattformen zu viel löschen, so. Und wie gesagt, da gibt es auch Transparenzpflichten für die Plattformen, dass sie zeigen müssen, was sie gelöscht haben. So, ich glaube, da gibt es schon einen sehr, sehr großen Rahmen. Aber es gibt dann eben, wie gesagt, auch Grenzen. Und ich glaube, es muss auch sowas wie eine wehrhafte Demokratie geben und dass man sich auch gegen Intoleranz und Abschaffungen von Demokratie und Liberalität zur Wehr setzen können muss. So, das sind dann so Situationen, glaube ich, da muss man dann auch Grenzen ziehen. Das ist auch in Deutschland immer ein großes Thema im Moment mit der AfD. Die Frage, ob der Verfassungsschutz jetzt diese Partei beobachten soll oder nicht so, um erstmal zu wissen, was dort passiert. Das sind heikle Fragen, aber man darf jetzt auch nicht so tun und wir erleben das jetzt leider auch, dass Demokratien auch leicht dann untergraben werden können, gerade mit Hilfe des Internets. Ja, sehr interessant. Natürlich könnten wir noch lange weiterreden, aber die Zeit ist jetzt auch leider um. Wir möchten uns aber bedanken, dass du mitgemacht hast und für das sehr informative und spannende Interview. Dankeschön. Gute Zeit und tschüss. Ja.